Hallo meine Lieben und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Heute geht es um die Materialien fürs Stricken. Wie ihr seht, mein Tisch ist wirklich sehr gut gefüllt, aber es sieht schlimmer aus, als es wirklich ist. So, wir brauchen als allererstes zum Stricken Wolle. Da gibt es ganz unterschiedliche Wolle. Ich habe jetzt hier Baumwolle, einmal in einem wunderschönen Maisgelb. Wer mein Grundlagenvideo vom Häkeln am Dienstag gesehen hat, da habt ihr das Maisgelb auch schon gesehen. Aber um das Thema Wolle beschäftigen wir uns dann später, was es da für unterschiedliche Wolle gibt, welche Wolle für welche Nadelstärke und welche Wolle für was geeignet ist. Das machen wir in einem anderen Video. Hier geht es jetzt wirklich erstmal nur rein um die Materialien zum Stricken. Also Wolle. So, bevor ich mit den ganzen unterschiedlichen Nadeln anfange, das heißt hier, hier, hier und auch hier, wo ich meinen Arm drauf habe, fangen wir erstmal an. Ein Maßband. Zum Stricken ist ein einfaches Schneidermaßband eigentlich wirklich ideal, aber auch, Moment, ich ziehe mal kurz meine Maßbänder raus. Ihr seht, ich habe so ein ganzes Fach voll. Das ist so ein ganz einfaches Schneidermaßband. Auf beiden Seiten sind Zentimetermaße. Dann gibt es aber auch Maßbänder, die haben jetzt auf der einen Seite Zentimeter und auf der anderen Seite Inch. Das kommt halt ganz drauf an, wie ihr messen wollt. Meistens messen wir bei uns in der Region mit Zentimetern. Und so sind auch die meisten Anleitungen angegeben in Zentimetern. Dann habe ich hier ein 3 Meter Maßband. Diese einfachen Schneidermaßbänder gehen bis 1,50 Meter. Und hier habe ich jetzt ein 3 Meter. Ist kein Muss. Das einfache Schneidermaßband reicht vollkommen aus. Also ihr müsst dieses nicht kaufen. Das hier reicht wirklich aus. Aber bei dem, das nehme ich halt zum Beispiel ganz gerne zum Deckenmessen. Man kann es rausziehen und hier an dem kleinen Schalter einfach fixieren. Und so kann man ganz toll Decken messen. Das Schöne ist, man kann es auch festklippen, wenn man jetzt noch irgendwas schnell zurechtzuppeln will oder so. Klippt man sich das ganz kurz fest und kann dann gleich wieder weiter messen. Dann habe ich hier ein Schneckenmaßband. Das Schneckenmaßband, da ist das Maßband hier in dem Gehäuse aufgewickelt. Achtung, jetzt wird es laut. Das Klacken, was ihr hier gerade gehört habt, das ist ja so eine Sicherheit. Das Maßband kann ich jetzt einfach loslassen und es geht nicht wieder zurück in sein Schneckenhaus, weil hier drin ist eine kleine Bremse eingebaut und dieses Klacken sorgt dafür, dass die Bremse greift. Also immer wenn ihr das Klacken hört, greift die Bremse und das Maßband ist an dieser Stelle fest. Wollt ihr es wieder reinkriegen, einfach hier auf dieses kleine Knöpfchen drücken und es ist wieder drin. Entschuldigt, dass es wieder so laut geworden ist, aber ich muss es euch ja auch zeigen. Also für den Anfang reicht das Schneidermaßband vollkommen aus. Das und das ist kein Muss, das ist halt toll für Decken und das nehme ich persönlich ganz gerne, um Kopfumfänge zu messen. Ansonsten habe ich eigentlich die Schneidermaßbänder immer bei der Mache. Ihr braucht auch nicht so viele Maßbänder wie ich jetzt. Ich habe die bei mir nur auf die Masse, weil ich habe Kinder. Ich habe neugierige Kinder und kleine Kinder. Und da ist das Maßband gerne mal für ein paar Tage unterwegs. Ja, und dass ich so lange nicht auf dem Trocknen sitze, habe ich dann gleich mal eine kleine Auswahl zusammengekauft. Viel kosten die Schneidermaßbänder ja auch nicht. So, das war's zum Thema Maßband. Dann haben wir Maschenmarkierer. Wir haben solche Maschenmarkierer. Das ist jetzt ein selbstgemachtes. Das war eine Bobbel mit dran. Also ab und zu, wenn man sich Bobbels kauft, zu Bobbels kommen wir später noch, hat man in der Mitte auch sowas hängen, was man dann gleich als Maschenmarkierer verwenden kann. Und die Maschenmarkierer werden beim Stricken direkt in die Arbeit eingehangen,
so dass man die mit auf der Nadel hat. Da hat man jetzt hier zum Beispiel Maschen, dann kommt der Markierer und dann hat man hier die nächsten Maschen und da hängt er dann fröhlich dazwischen. Man kann aber auch die Schneckenmarkierer verwenden oder es gibt die auch noch in rund. Und dann gibt es halt noch diese runden Maschenmarkierer, das ist jetzt so ein Komplettset. Da hat man wirklich für jede Nadelstärke ein Markierer dabei. Ich hole jetzt mal hier ganz wahllos raus, dass ihr mal gucken könnt. Nehmen wir jetzt mal noch von da und von da und ich glaube jetzt ist oben wieder dran. So, und dann schauen wir uns das mal an. Wie ihr seht, man hat hier wirklich verschiedene Größen, weil es gibt halt auch verschiedene Stricknadelgrößen. Das zeige ich euch dann später noch. Und die kommen dann, wie das andere auch, einfach mit auf die Nadel und markieren uns so unsere Maschen. Und den kann man in die Arbeit einhängen, um jetzt zum Beispiel zu schauen, wo die Vorderseite, wo die Rückseite ist. Weil beim Stricken stricken wir nicht alles auf einmal, sondern wir stricken erst die Vorderseite und dann die Rückseite. Aber ganz ehrlich, da nehme ich persönlich diese am liebsten, weil die haben den Nachteil, dass die sich aus der Arbeit rausdrehen können, sind zwar schnell eingesetzt, können sich aber mit der Zeit aus der Arbeit rausdrehen, weil sie nicht geschlossen sind. Und diese kann man einfach in die Arbeit einhängen, verschließt sie und dann sind die wirklich da fest und markieren uns unsere Musterseite und verschwinden auch nicht einfach. Also die runden Maschenmarkierer brauchen wir für auf der Nadel und diese zwei, um die Musterhand zu markieren. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber machen. Also ich mache es persönlich sehr, sehr gerne. Ich markiere mir sehr, sehr gerne meine Musterhand, dass ich einfach, wenn ich es mal zur Seite lege, immer genau weiß, wo es wieder weitergeht, wo ich mein Muster stricken muss. Und das hier sind Maschenmarkierer für auf der Nadel. Da haben wir hier einmal mit Verzierung und das Runde ist dann für auf der Nadel. Oder die ganz einfachen, schlichten, das sind so ganz einfache aus Plastik, was ganz Schlichtes und Einfaches. So, das zum Thema Maschenmarkierer. Dann haben wir hier noch Rundenzähler drinne. Ist kein Muss, ein Zettel ohne Stift reicht da auch, aber hier kann man sich auch die Runden durchziehen und kann sie sich durchdrehen. Ganz einfach notieren. Da gibt es dann diesen hier, den kann man sich auf die Stricknadel draufstecken. Wenn man jetzt zum Beispiel nur was Kleineres hat, steckt man sich den hier hinten drauf und kann dann hier einfach die Rädchen drehen. Oder aber zum Dranhängen, ich weiß nicht, das ist hier so einer, da ist auch einer zum Stecken. Dann gibt es noch welche zum Dranhängen, die haben dann hier auch so eine kleine Öse, wo man dann die Öse durch die Nadel schiebt. Oder die Nadel durch die Öse schiebt. Oder einfach Zettel und Stift daneben gelegt. Und immer wenn er was markieren wollt oder was eine Runde aufschreiben wollt, macht er einfach einen Strich. Und da wisst ihr auch ganz schnell Bescheid. Also die sind kein Muss. Sind zwar eine schöne Sache, sind aber definitiv kein Muss. So, dann haben wir hier Nadelstopper oder Maschenstopper. Das ist jetzt, wenn ihr die Arbeit zur Seite legt. Da habt ihr diese kleinen Dinger. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wir haben jetzt hier alles voll Maschen. Und ihr legt das jetzt zur Seite und wollt nicht, dass eure Maschen wieder abhauen. Dann tut ihr das drauf. Das hält wirklich hier gut fest. Und eure Maschen können nicht einfach von der Nadel rutschen, wenn ihr sie dann mal in euer Strickkörbchen legt oder. Die gibt es auch in verschiedenen Größen, weil es gibt auch unterschiedliche Stricknadelgrößen, aber zu denen kommen wir gleich noch. Die sind kein Muss, sind aber wirklich sehr, sehr praktisch. Ihr seht, ich muss ganz schön ziehen, um die wieder zu lösen. Also da haut uns keine Masche mehr ab. Gerade wenn man jetzt eine kleine Katze hat oder das ein bisschen ungeschickt in unseren Strickstrumpf tut, sage ich jetzt mal.
Also meistens haben wir ja so ein Körbchen oder irgendwas, wo wir unser Strickzeug reintun. Wenn wir da nicht genau aufpassen und die Maschen nicht weit genug nach hinten geschoben haben, rutschen sie vorne von der Nadel und das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Dann haben wir hier eine kleine Sicherheitsnadel. Kann man auch immer mal gebrauchen. Die habe ich dann in verschiedenen Ausführungen. Aber Sicherheitsnadeln hat ja eigentlich jeder zu Hause. Den kleinen Schatz, den braucht ihr nicht unbedingt. Den braucht ihr nur, wenn ihr mit verschiedenen Farben stricken wollt. Er ist sehr praktisch, aber für den Anfang erstmal vollkommen unnötig, weil wir wollen ja dann erstmal die Grundlagen machen und das mehrfache Farbenstricken gehört dann nicht zur Grundlage. Ich wollte es euch aber mal zeigen, damit ihr dann wenigstens schon mal gesehen habt. Das gleiche gibt es dann auch nochmal als Ring aus Metall. Da habt ihr dann mit zwei Schlaufen, wo ihr dann mit zwei Farben arbeiten könnt. Oder ihr benutzt zwei von den Ringen und könnt dann auch mit vier Farben arbeiten. Also ich wollte euch wenigstens gezeigt haben, brauchen tun wir den für den Anfang definitiv nicht. Hier haben wir nochmal ein Maßband. So, dann haben wir das Thema Schere. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Eure Bastelschere oder irgendwas. Ich habe hier zum Beispiel eine Rundschere. Die ist ganz toll, da kann man sich nicht dran verletzen. Dann gibt es auch noch, das ist so eine Halbrundschere, richtige Spitzscheren. Es gibt so viele verschiedene Scheren. Aber eine einfache Bastelschere reicht am Anfang wirklich vollkommen aus. Das hier ist ein Fadenmesser. Der Fadenmesser funktioniert so, ihr tut ihn euch auf den Finger und dann seid ihr am Arbeiten. Wollt den Faden ein bisschen kürzen, dann nehmt ihr einfach euren Faden, zieht ihn durch das Messer und schon ist er gekürzt. Ich zeige es euch nochmal. Gekürzt. Das auch mit zweien geht, probieren wir mal. Ah, da muss man schon zweimal ran. Also mit zwei Fäden braucht man schon ein wenig Kraft. Aber wann arbeiten wir schon mal mit zwei Fäden? Also das ist ein Fadenmesser. Ist für den Anfang definitiv kein Muss. Also ich stricke zum Beispiel schon sehr, sehr viel und ich benutze es eigentlich gar nicht. Ich habe es nur weißbar bei dem Einset mal mit dabei. Ansonsten hätte ich es gar nicht gekauft, weil ich nehme dann lieber einfach schnell die Schere. Wenn ich mal meinen Faden kürzen muss oder so, nehme ich einfach lieber schnell die Schere und gut ist. Weil mit der Schere kann man auch dann nach dem Vernähen wunderbar direkt am Knoten abschneiden, mit dem Messer nicht, weil das Messer kommt gar nicht nah genug an den Knoten heran. Wie ihr seht, da ist noch so eine Sicherheitsplastik dazwischen und damit kommt das Messer gar nicht genug ran. Das ist halt wirklich nur dafür gedacht, um mal schnell den Faden zu kürzen oder so. Aber da benutze ich meine Schere. Dann gibt es auch diese Art von Schere. Achtung, die springt einfach auf, wenn man den Deckel löst. Also da müsst ihr wirklich vorsichtig sein, gerade wenn ihr kleine Kinder zu Hause habt. Die ist ziemlich spitz und auch ziemlich scharf, dass sich da keiner verletzt. Benutzen tut ihr sie einfach mit einem leichten Druck von oben und von unten und dann schließt sie sich. Geschlossen gehalten wird sie nur durch den Deckel und wenn man den abzieht, springt sie sofort auf. Also die wirklich mit Vorsicht genießen, nicht in die Nähe von Kleinkindern tun, dass sich da keiner verletzt. So, das soll zum Thema Schere erstmal alles gewesen sein. Also eine einfache Bastelschere reicht vollkommen aus. Ihr könnt zur Not auch die Küchenschere nehmen, diese große lange. Würde ich euch aber nicht empfehlen, weil sie ist einfach unhandlich. So, dann kommen wir jetzt mal zu dem kleinen Blümchen. So, bei dem Thema Nadeln, es gibt nicht nur die Metallnadeln, wir haben auch die Plastiknadeln. Die habe ich jetzt hier in zwei verschiedenen Größen.
einmal die blaue für die dicke Wolle und einmal die rosa für die nicht so dicke Wolle. Nachteil bei den Plastiknadeln, sie sind sehr biegsam. Mit ganz wenig Druck sind sie wirklich biegsam. Ich benutze diese zum Beispiel sehr gerne, wenn ich um die Kurve nähen möchte, weil die gehen wirklich wunderbar mit ganz wenig Druck mit. Allerdings, sie verbiegen sich halt sehr schnell. Also zum normalen Nähen verwende ich dann die Metallnadeln. So, dann braucht man zum Stricken diese süßen kleinen Schlüssel. Die braucht ihr aber nur, wenn ihr mit solchen Nadeln arbeitet. Die zwei sind jetzt bei mir noch im Gebrauch. Ich habe deswegen jetzt nur einmal drin. Das hier ist ein Starter-Set von Knit Pro mit der 4er, 5er und 6er Nadel. Hier ist eigentlich die 4er, die 5er noch drin. Aber die sind gerade im Anleitungsherstellen. Und die 6er hat gerade frei. Und dafür braucht man diese Schlüssel. Das Starter-Set mit diesen Nadeln, das bekommt man so ab 20 bis 30 Euro, so ungefähr. Wenn ihr noch nicht so ganz sicher seid, ob ihr das wirklich machen wollt, nehmt ihr einfach die günstigen Nadeln, die sind mit Bambus und haben ganz, ja, schon eine Seil, was mit an der Nadel dran ist. Da bekommt ihr das ganze Paket Stricknadeln dann für unter 10 Euro. Solltet ihr merken, oh ja, das gefällt mir, das macht mir Spaß, könnt ihr auch dieses Starter-Set erstmal benutzen. Da habt ihr die 3 Nadeln drin, die 4, die 5 und die 6 und bekommt dazu 4 verschiedene Seile. Ich habe jetzt hier nur ein Seil drin, weil der Rest ist unterwegs. Und dafür braucht man dann die Schlüssel. Ich zeige euch das mal schnell. Man schraubt das dann die Nadel auf das Seil. Dann geht man mit dem Schlüssel, hier hinten bei dem Seil gibt es ein kleines Löchlein, da geht man dann mit dem Schlüssel rein, hält den Schlüssel fest und dreht nochmal ganz kurz an der Nadel und dann hält die wirklich bombenfest. Macht ihr das nicht und macht das nicht, den Schlüssel nicht nochmal straff, löst sich mit der Zeit beim Stricken das Seil von der Nadel. Das ist mir auch schon so oft passiert, weil ich das meistens vergessen habe oder nicht nochmal richtig nachgeruckt habe, sondern nur so ein bisschen. Und dann löst sich das Seil von der Nadel, kriegt man aber relativ zügig beim Stricken mit, weil die Maschen rutschen dann nicht mehr richtig, sondern verkanten sich dann immer in der kleinen Lücke, die dann hier drin entsteht. So, sagt ihr jetzt, okay, Stricken macht mir Spaß, ich habe die Holznadeln ausprobiert, Stricken macht mir Spaß, aber ich will nicht mit diesen 3 blöden Nadeln anfangen. Da fehlt mir ja die Hälfte, da habe ich keine Lust zu. Würde ich euch diesen Kasten empfehlen, das ist Symphony von Knit Pro. Der Kasten ist nicht günstig, also wenn ihr danach schaut und guckt nach dem Preis, er ist definitiv nicht günstig, aber Stricknadeln kaufen wir ja auch nicht so oft. Wie ihr seht, ich habe hier schon wieder einige, die unterwegs sind. Normalerweise ist der Kasten wirklich wunderbar voll. Wir haben hier von der 8er Nadel bis runter auf die 3, aber die ist, wie gesagt, bei mir gerade unterwegs. Die steckt gerade in einem Kindermantel und die anderen sind auch unterwegs. Die eine auf einem Tuch, die andere auf einem anderen Tuch, also alle unterwegs. So, wir haben dann hier also jede Menge verschiedene Nadeln, von der 3 bis zur 8 ist alles dabei. Ich hole euch mal die 8er raus, da könnt ihr mal sehen, wie groß und wie dick die ist. Das ist dann die 8er Nadel, wirklich was ganz Dickes, da hat man schon was in der Hand. Natürlich könnt ihr die auch von Prim holen oder mit Metallspitzen oder. Da gibt es so viele verschiedene Varianten. Ich bin ein absoluter Knit-Pro-Fan, was das Stricken angeht. Beim Tunesisch-Häkeln ist das wieder was anderes, aber fürs Stricken bin ich ein absoluter Knit-Pro-Fan. Das tun wir gleich wieder rein. So, dann bietet dieser Kasten, weil der bietet wirklich alles, was man braucht, viele verschiedene Seile.
Also sprich, hier kann man dann auf 60 cm rund machen, auf 40 cm, auf 50 und. Hier gibt es noch ganz viele Seile. Hier ist noch das 80er Seil, hier ist das 1 Meter Seil eigentlich drin, aber die sind gerade unterwegs. Dann hat man hier Seilverlängerungen. Ja, wofür sind jetzt die Seilverbinder? Also, wir schnappen uns das Seil und ich packe mal schnell eins aus. So, hier habe ich jetzt das gelbe Seil, hier das blaue Seil. Wir wollen unser Strickwerk länger machen. Das längste Seil, was ich habe, ist 1,20 Meter. Wenn ich aber jetzt was auf 1,50 stricken möchte oder auf 2 Meter, habe ich ein Problem. Also schnappe ich mir dann meinen Seilverbinder. Nehmen wir mal den langen, da können wir besser gucken. Schraube den auf das eine Seil drauf. Drucke mit den Schlüsseln nach. Einmal in den Seilverbinder rein. Und einmal in das Seil rein. Und jetzt drehen wir das einmal kurz fest. Und dann können wir auf die Seite vom Seilverbinder das andere Seil schrauben. Ich habe das jetzt mal schnell hinter der Kämme geschraubt, damit ich nicht immer vor den Kasten stoße und es dann für euch so laut wird. Und auch hier rucken wir noch mal ganz kurz fest, einfach die Schlüssel. Einmal in den Verbinder, einmal in das Seil. Kurz angeruckt. Und schon können hier hinten einmal bei dem blauen, einmal bei dem gelben unsere Nadeln drauf und wir haben ein wunderbar verlängertes Seil ohne irgendwelche Übergänge oder irgendwas. Das ist halt das Positive am Knit Pro. Prim hat das auch, soweit ich weiß. Also zum Üben, ob euch das Spaß macht, würde ich euch die günstigen Bambusnadeln empfehlen. Die gibt es für unter 10 Euro und da habt ihr wirklich alle Stärken dabei. Da ist es halt nur wirklich, ihr habt nur ein Seil an den Nadeln dran und das ist nicht austauschbar, nicht wechselbar oder irgendwas, sondern das ist fest dran. Oder wenn ihr dann sagt, oh ja, das macht mir Spaß, das möchte ich jetzt öfters machen, dann holt euch so entweder das Starter-Set oder holt euch so einen großen Kasten. Aber die großen sind halt auch preisintensiver. Klar, ihr habt dann mehr Seile dabei und ihr habt die Seilverbinder dabei und Seilmaschenstopper. Das zeige ich euch aber gleich noch, was das ist. Also der Preis lohnt sich da dann schon. Und man kauft hier auch nicht ständig Stricknadeln. Ich muss gestehen, wo ich hier den Preis gesehen habe für den Symphony, habe ich auch lange hin und her überlegt. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht einen Tag bereut, dass ich mir den gekauft habe. Und der ist wirklich ganz, ganz viel in einem Einsatz. Wer jetzt meine Videos kennt, der weiß, dass ich mit diesen Nadeln eigentlich nur stricke. Ich habe den im Gebrauch und mein Starter-Set, seht ihr ja. Hier fehlen, ups, das waren die tunesischen, Entschuldigung, zu denen kommen wir später. Hier fehlen ja auch schon zwei Stück. Also wie ihr seht, hier ist einiges gerade unterwegs und in Gebrauch und in Vorbereitung für euch. So, das war's zu diesen Stricknadeln. Aber da gibt es natürlich auch wieder ganz unterschiedliche. Ihr müsst schauen, welche euch da gefallen, welche da für euch gut in der Hand liegen, welche euch da gut in der Handhaltung gefallen. Weil auch da ist es wieder, nicht jede Nadel ist gleich, nicht jede Hand ist gleich. Man muss halt genau schauen, was ist wie, wie liegt es einem gut. Und da ist zum Schauen das Starter-Set wirklich noch vernünftig, weil bevor man den Preis ausgibt und merkt dann, oh nee, das liegt mir nicht so in der Hand, die mag ich nicht so, das ist dann blöd, dann lieber das günstigere Starter-Set und dann mit dem erstmal geschaut, liegen mir die Nadeln, machen mir die Spaß, funktioniert das und wenn ja, könnt ihr ja immer noch später das Symphony holen. Wie ihr seht, alle Nadeln
sind irgendwo im Gebrauch. Die ist bei mir auch regelmäßig raus, genauso wie die anderen. Die einzigste Nadel, die ich noch nicht gebraucht habe, sind die 7er und die 8er. Aber die nehmen wir dann für dicke Wolle. Das kommt aber dann zur Wollkunde. So, dann zum Thema Nadeln. Wir sind mit dem Thema Nadeln noch nicht fertig. Ihr habt ja am Eingang noch ganz andere Nadeln bei mir gesehen. Und zwar diese. Das nennt sich Nadelspiel. Diese 5 Nadeln gehören jetzt zu einem Nadelspiel. Die andere gehörte schon zum anderen Nadelspiel. Die hat sich jetzt dazwischen geschummelt. Ein Nadelspiel ist dafür da, um rund zu stricken. Also Ärmel, Stulpen, Strümpfe, alles was in rund gestrickt wird. Die normalen Stricknadeln, die sind ja eigentlich für gerade da, oder halt die Rundstricknadeln für großes, rundes. Und mit einem Nadelspiel kann man auch sehr schön kleine, runde Sachen machen. Mit den Rundstricknadeln hat man zum Beispiel Schwierigkeiten, Socken zu stricken, die gleich von vornherein rund sein sollen. Das geht aber wunderbar mit einem Nadelspiel. So, klar, ihr werdet jetzt ganz schön erschrocken sein, so viele Nadeln zu einer Strickarbeit, aber selbst die lassen sich in den Griff bekommen. Das sieht momentan nur, naja, ein bisschen viel aus. Wem das zu viel ist und wer sagt, oh nee, so viele Nadeln, das will ich nicht, das traue ich mich nicht, für die gibt es dann auch diese Art von Nadeln. An dieser Stelle keine Schleichwerbung, alles was ihr hier seht, habe ich selber gekauft und selbst bezahlt. So, und zwar haben wir hier im Prinzip auch unser Nadelspiel, nur kürzer und es ist gleich schon beweglich. Mit dem strickt man fast genauso wie mit dem, nur hier teilt man die Maschen auf 4 Nadeln auf und strickt mit der 5. und hier teilt man die Maschen auf 2 Nadeln auf und strickt mit der 3. Nachteil bei denen, wir haben hier an der Nadel, wenn ihr hier so lang geht, immer so einen kleinen Huppel drin. Das ist nicht ganz geschlossen und man hat hier immer so einen kleinen Absatz drin. Wenn man ein bisschen straff strickt, bleiben gerne die Maschen an diesem kleinen Absatz immer ein bisschen hängen. Das ist der Nachteil bei diesen. Gemütlich zum Strümpfe stricken sind die allemal, aber die sind halt auch sehr, na, ich sag jetzt mal, preisintensiv. Aber Strümpfe kann man halt wirklich wunderbar mit denen stricken. Aber auch mit denen geht das ganz, ganz toll. Die gibt es übrigens auch in Holz und von den unterschiedlichsten Herstellern. Die hier gibt es auch nochmal in Holz. Die gibt es jetzt einmal in Metall von der Adi. Und dann von, ach wie hießen die, Kolibri oder so ähnlich. Gab es die mit Bambus. Und falls jemand hier mit zuschaut, der weiß, wo die von Bambus her sind, bitte mal kurz unten in die Kommentare. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Aber da gab es dann auch dieses Nadelspiel nochmal als Bambus, als Holznadel. Und jetzt von Adi habe ich hier diese Metallnadeln. Nadelspiele gibt es natürlich auch wieder in den ganz unterschiedlichsten Stärken und Dicken. Also wir haben da nicht nur dieses jetzt hier, wir haben dann von der 2,5 bis nach oben ist keine Grenzen gesetzt. Also auch wieder in allen möglichen Stärken, sprich Dicken, aus allen Materialien. Da müsst ihr wieder schauen, was liegt euch, was macht euch Spaß. Die sind zum Schauen und Testen recht preisintensiv. Also wenn ihr die erstmal nur testen wollt, dann nehmt erstmal nur eine Sorte, weil hier kauft ihr jede Nadel wirklich einzeln. Und hier seid ihr pro Nadel bei gut 20 Euro. Also das hier ist schon ein teurer Spaß. Und hier bekommt ihr, wenn wir jetzt auch bei Knit Pro bleiben, ich glaube 25 Euro, das sind aber alle Nadeln. Sie sind zwar dann auch wie meine Knit Pro Stricknadeln alle aus Holz, aber da bekommt ihr wirklich alle Größen. Bei Prim weiß ich es nicht, weil Prim ist nicht so meins. Prim habe ich jetzt nur als tunesische Häkelnadel, aber das ist ein ganz anderes Gebiet. Zu dem kommen wir später einmal.
So, das haben wir über das Thema Stricknadel. Wenn wir dann eine Weile mit den Stricknadeln gestrickt haben, ist das Problem, dass unsere Stricknadeln ihre Nummer verlieren. Jede Stricknadel, habt ihr ja eben gesehen, hat eine Nummer hinten drauf, sprich die Dicke. Aber irgendwann ist das abgenutzt und man sieht es nicht mehr gut. Und dafür gibt es dann diese süßen kleinen Schablonen, mit denen schaut man, welche Nadelstärke man hat. So, die Schablone verwendet man so, wenn dann die Zahlen abgewetzt sind und man weiß es nicht, nimmt man die Nadel und schiebt sie hier durch die Löcher. Da, wo die Nadel noch Platz hat, hier seht ihr ja, hier ist noch jede Menge Spiel, die kann hier drin rumwackeln. Also die Größe ist es nicht. Wir nehmen das nächste Loch, wir testen, wackelt auch schon wieder drin rum. Ist es auch nicht. Und so testen wir uns dann von Loch zu Loch. Und hier passt sie dann wunderbar rein. Hier wackelt nichts, hier hat kaum was ein Spiel. Und das ist dann die Nadelgröße. So kann man dann die Größe ermitteln, wenn die Zahlen dann von den Stricknadeln verschwunden sind, weil das passiert leider früher oder später mit der Zeit. Kommt halt drauf an, wie oft man sie benutzt. Also wenn man sie natürlich ganz wenig bestrickt, dann bleiben die Zahlen recht lange erhalten. Hat man so seine Lieblingsnadeln gefunden und strickt die ständig weg, dann ist die Zahl ganz, ganz schnell weg. Und dafür gibt es dann diese kleinen Schatzis. So kann man wunderbar rauskriegen, welche Größe das ist. So, dann gibt es noch die Maschenstopper. So, das sind so die zwei kleinen Farben, die ich jetzt habe. Schwarz und lila, das sind die Maschenstopper. Die werden auf den Seilen aufgebracht. Wenn wir jetzt so zum Beispiel die Nadel wechseln wollen oder am Abketteln sind oder, braucht man Maschenstopper. Wir haben jetzt hier, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, auf der Seite ist noch unsere Stricknadel. Wir wollen abketteln. Das macht sich auf der Rundstricknadel echt blöd, wenn beide Nadeln immer auf dem Seil sind. Da ist es besser, wenn man dann eine Nadel löst und die kurz auf ein anderes Seil macht oder einfach so verwendet. Da dreht man dann den Maschenstopp hinten drauf, zieht ihn auch nochmal mit dem kleinen Schlüssel ein bisschen an und schon können die Maschen dann nach hinten nicht mehr weg, sondern werden aufgehalten. Oder wenn ihr jetzt einen Pullover macht und ihr sichert da eure, beim RVO zum Beispiel, eure Ärmel nicht auf diesen großen Sicherheitsnadeln, sondern auf Seilen. Dann ein Maschenstopp hinten rein, ein Maschenstopp vorne rein. Ihr könnt gemütlich euer RVO weiter stricken und der Ärmel liegt hier auf dem Seil sicher, kann nicht mehr runterrutschen. Und wenn ihr dann soweit seid, Stopper wieder raus, Nadeln wieder dran und ihr könnt sofort weiter stricken. Deswegen, ich sichere meine RVOs nur auf Seilen, nicht auf den großen Sicherheitsnadeln, weil da muss man hinfädeln, da muss man herfädeln und da habe ich keine Lust zu. Also einfach drauf auf die Seile, das erklärt auch, warum bei mir so viele Seile weg sind. Ich mache da gerade einen Mantel und in dem Mantel stecken jetzt alleine schon drei Seile, weil die Ärmelchen sind auf einem Seil jeweils gesichert und auf dem anderen Seil stricke ich gerade am Mantel. Und dafür braucht man dann diese Maschenstopper, dass die Maschen hier nicht einfach drüber rutschen. Weil wenn wir jetzt hier einfach die Nadeln abziehen, seht ihr ja, hier ist nichts. Hier kann sofort runterrutschen und dann sind sie weg und dann haben wir Ärger und das ist doof. Deswegen die Maschenstopps dann kurz drauf, dann sind die Maschen fest, können nicht drüber und es ist auch wirklich ganz schnell aufgeschraubt. Wie ihr seht, das geht wirklich rasend schnell. Aufsetzen, mal ein bisschen Schwung geben und drauf sind sie. Und hier können keine Maschen mehr runterrutschen und unser Ärmelchen ist super gesichert. Oder auch bei anderen Sachen, wo man mal die Maschen ein bisschen stilllegen möchte. So, dann gibt es noch Zopfnadeln. Aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt für den Grundkurs. Zöpfe ist dann auch wieder eine ganz eigene Geschichte für sich. Und das schauen wir uns dann genauer an, wenn wir das Thema Zöpfe stricken behandeln. So, wir haben jetzt die unterschiedlichen Stricknadeln. Sockenstricken behandeln wir auch noch ganz genau, auf was man da achten muss und. Das machen wir dann auch mit der Zeit,
Wir fangen jetzt erstmal an und machen die Maschenanschläge. Weiter gibt es auch wieder ganz unterschiedliche. Die zeige ich euch dann im nächsten Video und so peu à peu. Da könnt ihr das alles ausprobieren, gleich mitmachen und schauen, welcher Maschenanschlag liegt euch, auf was habt ihr mehr Spaß. Und dann gehen wir das alles stückchenweise durch. Das war jetzt hier erstmal ein Grundkurs ins Material, in die Stricknadeln, in die Maschenmarkierer, in die Nadeln, in die Scheren, in die Stopper, in die Seile. Doch, ich glaube, wir haben alles. So, meine Lieben, für alle, die jetzt noch dran sind, die noch zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, machen Winke-Winke in die Runde und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.